Willkommen zurück zu Deus Ex. Da ist mir beim letzten Mal das Spiel abgestürzt. Nee, genau, Blödsinn. Die Steuerung hat gesponnen und ich muss das gewaltsam beenden. Und dann wollte es einfach nicht mehr starten. Deswegen habe ich jetzt den Computer neu gestartet, habe die Aufnahme beendet, neu gestartet. Aber jetzt funktioniert's. So, wo war ich zuletzt? Ich habe erzählt, dass bei Tracer Tong ein Bot ist, um sich aufzuladen, aber please look around. Bevor ich hier weitermache mit dem Primärziel, weil ich dann unweigerlich bei Tracer Tong vorbeikomme, wollte ich mich im Lucky Money noch mit den Drachenköpfen auf einen Drink treffen. Nachdem ich die ja so friedlich zusammengebracht habe, sind die ja ganz begeistert von mir. Genau. Würde ich mir einen Drink ausgeben? Na, warum nicht? Von da drin brauche ich immer noch nichts. Bist gar nicht drin. Please excuse the casualties. Kein Problem. I see you in the corner. Kenn ich doch. Ja, ja. Oh, die Spiegel sind kaputt. Ein Schwert. We are in your debt. Yep. Ihr schuldet mir was. Ein Bier nämlich. Stay your business and go. Ich würde gerne zu den Drachenköpfen, also zu Max Chen und wie ist der andere? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wo ich die finde. Da sind sie doch, die beiden. Max Chen gone quick, genau. Ich dachte, da war der Türsteher. Krass, da war der Chef der Türsteher. Yum Sing. Yum Sing. Na dann. Prost. This is my club. Let me give you one of our better wines. An imported vintage from Napa Valley. Die Weinflaschen einfach genau gleich aussehen. Na dann. Amüsiere ich mal ein bisschen mit euch. Yay, ich bin so betrunken. If you want a truly excellent wine, you should try this Beaujolais from the Moulin. Die wollen mich jetzt wirklich abfüllen, oder? Your name will be the peace you have created between our two tribes is a truly precious gift. Please accept our finest vintage, a Chianti from a private winery in Cresa Grossa, Italy, 2015. Yum Sing. Das ist gut. Und es gibt immer noch einen besseren. For all time, a rare man. The Tong mission can wait. Dann trinke ich den Wein noch mal. Vielleicht kriege ich dann ja noch mehr von dir. Oder? Habt ihr was für mich? Please enjoy yourself. Your name will be recalled. Let us drink in your Tong's mission can wait. A rare man. A trifle. Ja, da kommt nichts mehr. Aber cool. Dass die einfach mal 4 oder 6 Flaschen Wein ausgeben. Ich glaube, die Heilung konnte ich sogar. Ja, eine Flasche hätte noch gefehlt, dann wäre ich komplett geheilt. Die Heilung konnte ich sogar ein bisschen brauchen. They say they pay the police, but no, the police come anyway. Nee. Da gibt's nichts Neues. Ich wollte mal so ein bisschen vorbeischnuppern, ob es hier noch was Neues gibt. Sieht aber nicht so aus. Vielleicht auf der Toilette? Die Dame, die da ja war, war ja relativ. Was machst du auf der Herrentoilette? I like to dance. Auf dem Männerklo? I like to dance. Auf dem Männerklo? I like to dance. Na dann. Hier ist noch eine. Hey, ihr könnt ja zusammen tanzen. Gangsters, they're all gangsters. Wow. Oh, sure. I don't mind needles. Was macht ihr denn hier? Und du bist auch auf dem falschen Klo. Ihr könntet ja tauschen. Na, ich sag dazu nichts. Hier wird es wahrscheinlich aber auch nichts Neues geben. Ich denke mal nicht. This is our best night in a long. We will have the mess cleaned up shortly. Come back in a few hours. Okay. Nö, eigentlich nicht. Ich wollte mir noch ein bisschen Wein spendieren lassen. Hey man, you blocked the view. Du hast dich gerade zu mir umgedreht. Ach, da ist noch eine Treppe. Guck mal. Das war mir bisher nicht so bewusst. Red Arrow will have to time. Thanks for getting me in. Yep, bitteschön. So. Sekund, Moment, was? Moment, was? Warum?
Was zum Henker war das denn gerade? Ich hab doch niemandem irgendwas getan. Und ich hab vergessen, zwischendurch zu speichern. Das wird wohl eine sehr schneidintensive Folge, oder? Nee, wobei wird's gar nicht. Bis gleich im Lucky Money. Trifo, please enjoy yourself. So, hier gibt's jetzt gerade nichts Neues. Ich speichere jetzt aber nochmal. Und lade auch gleich wieder. Weil... Minor inconvenience. Not as difficult as you. Mal wieder die Steuerung kurz danach gesponnen hat. Red Arrow will have to time. Thanks for getting me in. Und jetzt sind die komischerweise grün, obwohl ich ja nichts anders gemacht habe als davor. Vielleicht wenn ich den Wein trinke? Nö, das ist denen herzlich egal. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Warum mir jetzt plötzlich so feindlich waren mir gegenüber. Ah, vielleicht weil ich in den Toiletten drin war, in einem Damenklo? Nee, oder? Finde ich nicht. Das glaube ich jetzt weniger. Hä? Ich bin nüchtern. Hat das Laden so lange gebraucht. Okay, das ist glaube ich erledigt. Das ist der komplette Ziel, genau. Und bei Tracer Tong gibt es jetzt weitere Informationen und einen Bot, der meine Bioenergie wieder aufladen kann. Alright, get out. Enough games in the temple. Ach so, nur ein Mensch. Max Chen and Gordon Quick are celebrating at the Lucky Money. Ngaijigao. Ja, ja, was auch immer du da sagst, bestimmt. Ah, okay. Also, Energie auffüllen, Tracer Tong quatschen und schauen, wie es weitergeht. Interessant, dass die Illuminaten hier drin stecken. Stecken auch überall drin, ne? Diese Illuminaten. Überall ihre Finger mit drin. Und diese Weltverschwörung, die überall mitspielen muss. Macht gar keinen Spaß, wenn man nichts Eigenes machen kann. Tong is pleased about the files you found. So, oh, wer ist das? Paul, mein Bruder. Cool. Aber zuerst möchte ich was zeigen. Was gibt's hier denn eigentlich? Ballistikpanzerung, Plasmagewehr. Hier noch irgendwas? Ne. Schrot. Habe ich denn? Ja, ich habe eine Schrotflinte. Sabot ist nämlich für die Schrotflinte die Sekundärmunition, die ich bisher immer noch nicht ausprobiert habe. Und hier hinten, wie man sieht, ist ein Bot, der mich aufladen kann. Was ich großartig finde. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mich, als ich zuletzt hier war, nicht genug umgeguckt habe, um den zu entdecken, weil mir das doch einige Biozellen gespart hätte. Jetzt bin ich nämlich gerade auf 0 Biozellen. Ich hätte schon gern einige für unterwegs. Aber gut, Tracer Tong will ja quatschen, aber ich glaube, das Natürlichste wäre erstmal mit Paul zu quatschen. Tong picked you up. Yeah, you? You cut it pretty close. I'm in pretty bad shape. Looks like I'll be living in Hong Kong for a couple of months. Will you get better? Any permanent damage? I'll recover, but not right away. You'll be on your own for a while. I hear you've already been keeping busy. Just getting to know the locals. Turns out VersaLife had a universal constructor. They were synthesizing the virus right here. Tong told me. Not a cheap gizmo. Majestic 12 sure does a lot of R&D. Every ruler needs a power base. Without the people, well, you need something to use against them. I'm going to see what Tong has to say about the schematics I recovered. Hey, do me a favor. Get better. I'm working on it. I'm still pretty weak. You'll have to go on to New York without me. Gunther's in the field now. They say he wants your head. Gunther, ist der nicht schon erledigt? Universalkonstruktor. Ich überlege gerade, was ist denn ein Universalkonstruktor? Der ist ja eigentlich nur dann universal, wenn er Atom für Atom alles zusammenbauen kann. Ist das vielleicht so eine Art 3D-Drucker tatsächlich gewesen? Für einzelne Atome? Sonst wäre er ja nicht universal. Your pilot will be here as soon as you talk to Tong. Don't know if I care for your sense of humor. Humor? The Illuminati stuff.
I was risking my life in there. Er nimmt sich ernst. No joke, Mr. Ditton. Genauso wie ich. Real, though not as powerful as they were at the beginning of the century, I know a few of the former leaders. Like Stanton Dowd? Yes, plus Beth Duclair, Morgan Everett. Most of them in Paris, I understand. What do they have to do with Majestic 12? A question for Dowd. I will contact him in New York. Hopefully he will agree to meet you. What about a hacker named Daedalus? A valuable informant. He sent me one of the codes I needed to find that super freighter. A super freighter? That's enough fires to infect a continent. Your pilot is landing in the courtyard. Find out and see if he knows where the ship is going or how we can stop it. In any case, it is time you left Hong Kong. There is word of a UNATCO agent searching for you here. A German, they say. Augmented. Tell your people not to tangle with him. I'll deal with him myself. Boah, den hätte ich ja schon gerne mal nur. Do you have what you need to synthesize a cure? The data you recovered should provide an answer, in time. I also destroyed the universal constructor they were using to manufacture the virus. A universal constructor? I should have known. But I did it on the advice of the hacker, Daedalus. Who is he, really? Alex says he may be an AI, part of an old government program. An AI? The thought occurred to me. But more likely it is cover for a real human being. But who? A powerful man, we must assume. I don't like mysteries, but at least he appears to be on our side. I don't like mysteries either. Oh. Your friend Jock is waiting in the courtyard. Hat Paul noch was zu sagen? War hier noch irgendwas? Vielleicht noch eine Biozelle oder so? Hey, der war noch da. Heine had a close call digging at a Genetto, and I'm sure glad he made a break for it. Okay. I think we'll have a longer life. Noch nichts Neues zu erzählen. Oben war ich schon. Das Schränkchen ausgeräumt. Okay. Dann ist hier wohl, so wie es aussieht, wirklich nichts mehr. War das das Jamie? Ja. Looks like we all made it. And just in time, I hear Simons had me on his blacklist. Maybe so. I'm glad that you're safe. I slipped out right after your escape. Security was a shambles, so I brought you a little something from the supply closet. You didn't have to take that kind of risk. It was worth it, trust me. They gave me a funny look in customs, but I managed to bring over an augmentation upgrade canister. Isn't that sensitive technology? I just told them that I do business with VersaLife. VersaLife seems to be a magic word in Hong Kong. Well, thanks. Now hang tight for a while. UNATCO will be looking for you. Sehr geil. Die Frage ist, wofür benutze ich das? Will ich damit die Möglichkeit haben, bei allem den Energieverbrauch zu reduzieren? Oder will ich hier einfach mal den Energieverbrauch reduzieren, indem ich einfach noch schneller bei gleichem minütlichen Verbrauch mich regeneriere? Ich glaube, ich will mich schneller regenerieren. Das nächste Upgrade geht dann da rein. Das war ja ein bisschen umsonst. Und dann mache ich Infravision. So eine Abtastung wäre natürlich cool. Das kostet auch einiges. Davon hätte ich halt da was. Und da und da. Was ist das? Ah, Tarnfeld. Boah, und auch da hätte ich was davon. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich will den Energiezirkulator mal auf 4 hochleveln. Möglichst schnell. Und 2 Punkte Gehalt. Genau, den. Damit ich alle möglichen Module günstig verwenden kann. Tschüss, Paul. Nee. Boah, ist die Tür schnell. Ich dachte, da würde ich noch durchkommen, aber... Halleluja, ist die schnell. So... Ich mach mal hinter mir einfach zu, na, für den Fall, dass vielleicht auch noch Gunther hier wirklich unterwegs ist. Weiß ja nie. Aber habe ich Gunther nicht schon erledigt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin versucht, Hongkong nochmal abzusuchen, in der Hoffnung, Gunther zu finden. Da ist Jock. Wie? Ich kann nicht raus. Hä? Achso, jetzt hänge ich am Hund fest. Na, ich kann doch bestimmt hier oben rum.
Wie, ich komme jetzt hier nicht durch. Gut. Das wäre dann für mich zu sehr Plot-Device gewesen, wenn ich da nicht durchgekommen wäre. Die Frage ist natürlich nur, ob es jetzt hier noch irgendwo was Interessantes gibt. Ich will gerade noch hier unten schauen. Nö, hier ist nichts. Alles gut, dann werde ich jetzt, glaube ich, einfach mal mir den Aufwand sparen und im Spiel weiter vorankommen, indem ich mit dem Helikopter, Hubschrauber, mit Jock, hier abhauen. So we have to dig up Stanton Dowd? Yeah, you know him? I heard a few things. I think Harley Philbin knows how to contact him. I always thought Philbin was pulling my leg about the Illuminati, though. I guess we'll find out when we get to New York. Let's not waste any time. Dann auf zurück nach New York. Und damit ist Hongkong, soweit ich weiß, abgeschlossen. Der größte und längste Level im Spiel. Ach verdammt, ich war gar nicht in Jocks Apartment. Da hatte ich doch den Schlüssel gefunden. Mist. Das mache ich nächstes Mal noch eben kurz und dann geht's hier weiter in New York. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.